Ich habe manchmal so das Gefühl, und das sage ich ganz selbstkritisch, dass wir so in zwei Paralleluniversen leben. Da gibt es Brüssel, hier gibt es den Deutschen Bundestag als nationalen Gesetzgeber. Das ist nicht so vorgesehen. Wir haben durch den Vertrag von Lissabon, durch das Grundgesetz und auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hier ziemlich viele Pflichten und Rechte als Deutscher Bundestag.